أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. Zuallererst, bevor ich meinen Vortrag richtig anfange, möchte ich Allah subhanahu wa ta'ala und Imam Zaman, Ajallahu Fadlih Sharif, danken, dass wir heute alle zusammen hier diesen glorreichen, großen Tag feiern dürfen. Denn vor 1400 Jahren wurde unsere Religion an dem heutigen Tag vervollständigt, komplett, ohne Fehler, ohne etwas. Und wenn wir Eid al-Adhir hören, an welche Person denken wir als allererstes? An Imam Ali alayhi salatu wassalam und an den Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Und dann ist es ja noch so, dass Imam Ali alayhi salam eine sehr, sehr hohe und wichtige Rolle für die islamische Religion hat. Wie wichtig, darauf werde ich meinen Vortrag näher eingehen. Jedoch zuallererst möchten wir doch wissen, was ist Eid al-Adhir genau? Eid al-Adhir, beziehungsweise Regelkum. Was genau ist Badir Qum? Badir Qum ist ein Ort zwischen Mekka und Medina. Und dieser Ort erlangte große Bekanntheit, weil sich das Ereignis des heutigen Tages dort abgespielt hat. Nämlich der Prophet kam mit seinen Volksleuten aus Hajj zurück. Und ihr kennt das doch selbst, wenn ihr in Gruppen unterwegs seid. Irgendwann kommt ja der Moment, wo ihr euch trennen müsst. Dann sagt er eigentlich, ich muss da lang, da ist mein Bus, ich muss da lang, da ist mein Zuhause. Kurz bevor das passiert ist, sagte der Prophet, lasst uns alle versammeln, ich habe etwas Wichtiges zu verkünden. Und als der Prophet und seine Männer auf nachkommende Leute warteten, es waren ja nicht alle zusammen, es kamen noch ein paar nach, haben die Leute ihm eine kleine Mamba gebaut aus Holzstegen und ein paar Holzplatten. Und nachdem sie alle versammelt hatten, waren sie sage und schreie über 100.000 Muslime. 100.000, das ist ungefähr so viel wie fast Leverkusen. Stellt euch vor, ihr gebt eine Khutba, einen Vortrag vor 100.000 Menschen. Nach dem Mittagsgebet setzte sich der Prophet auf die Mamba und fing mit seinem Vortrag an. Sein Vortrag ging um die 3 Stunden. Er hat also 3 Stunden wie ein Schirr vorne auch einen Vortrag gegeben. Und der Höhepunkt seines Vortrages war, als Imam Ali a.s. Hand genommen hat und in die Höhe gestreckt hat und gesagt hat, in die Menge, er hat die Menge gefragt, habe ich bei euch die höchste Autorität? Was bedeutet das? Das bedeutet ungefähr, bin ich der Mann, der euch etwas befehlen kann? Und würdet ihr mir gehorchen? Das bedeutet also, daraufhin sagte die Menge, so ist es, o Gesandter Gottes. So ist es ja, Rasulullah. Daraufhin folgte der berühmte Satz des Propheten: Derjenige, dessen Herr ich bin, von dem ist auch Ali sein Herr. O Allah, sei der Freund von Imam Ali, sei der Freund dessen, die Imam Ali zum Freund haben, und sei der Freund dessen, der ihn zum Feind hat. Das ist eine krasse Aussage, nämlich, ihr sagt der Prophet, ihr bittet der Prophet, Gott, dass jeder, der Imam Ali mag, jeder, der Imam Ali liebt, dass Allah sein Freund ist. Und jeder, der Imam Ali a.s. hasst, wird auch von Allah gehasst. Stellt euch vor, Allah hasst euch. Oder dein Leben ist vorbei. Wenn Allah dich hasst, dann vorbei mit deinem Leben. Und dann sagt er ja noch, dessen Herr ich bin, dessen Herr ist auch Ali. Also die Leute, die zum Beispiel jetzt den Propheten als Herr angesehen haben, als jemanden, den sie fragen können bei allen Gelegenheiten, so jemand ist doch Ali. Kurze Zeit danach wurde dem Propheten folgender Vers aus dem Koran überliefert. Dieser Vers ist der allerletzte Vers, der ihm überliefert wurde. Also danach war die Religion komplett, ohne Fehler. Und wenn wir hören, ja, der Tag ist heute, die Religion ist heute vervollkommnet, die Religion ist komplett, und es hängt ja eng mit Imam Ali zusammen. Das heißt also, was für einen Rang muss Imam Ali bei Allah subhanahu wa ta'ala haben?
Er steht im Koran in Surah 5, also Kapitel 5 des Korans, in Vers 3. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch erfüllt. Und ich war zufrieden, dass der Islam eure Religion geworden ist. Salawat. Also hier ist im Koran auch noch bestätigt worden, dass dieser Vers, der letzte Vers ist, und ab diesem Tag die Religion komplett ist. Nach der Verkündung bat der Prophet, dass jeder bei Imam Ali seine Treue einschwören sollte. Und das heißt so viel, die Leute sollten zu jeder Woche in 100.000 sollte zu Imam Ali gehen und sagen, Gratulation, Ibn Abi Talib, du bist der Stellvertreter des Propheten. Und die Wichtigkeit Imam Ali noch zu verdeutlichen ist, dass bei dieser Treueeinschwörung die allerersten Menschen, die zu Imam Ali gegangen sind, die allerersten, das waren die Feinde des Propheten. Die sind zu Imam Ali gegangen und haben gesagt, Gratulation, ja, Portale. Du bist heute der Statthalter des Propheten geworden, der Stellvertreter. Was heißt das für uns? Wir müssen unseren Worten auch Taten folgen lassen. Das heißt, wir können nicht immer sagen, Lebek, ja, Ali, Lebek, ja, Hussein, oder ich gehe immer Moschee, oder ich bete immer, oder ich kenne Koran halb auswendig. Du musst deinen Worten auch Folge leisten. Das heißt, du musst auch in die Moschee wirklich gehen, wirklich beten, wirklich mit Herz und Blut dabei sein. Und das ist ja auch so, dass wir den aktuellen Imam genauso folgen müssen, wie die jungen Leute damals Imam Ali gefolgt haben. Das heißt, der jetzige Imam, wer ist das? Es ist der Imam der Zeit, Imam Zaman, Abdullah Sharif. Wir müssen, genau wie die Leute damals Imam Ali gefolgt sind, auch den Imam der Zeit heute folgen. Und eine der wichtigsten Sachen, um Imam Ali's Wichtigkeit zu unterstreichen, ist, als Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Propheten gesagt hat, O Prophet, jetzt kommst, wärst du nicht, ja, Rasulullah, hätte ich die ganze Welt nicht erschaffen, hätte ich das Universum nicht erschaffen. Das ist ein heftiger Satz. Das heißt, ohne den Propheten wäre ich nicht hier, wäre er nicht hier, wäre niemand, wäre nichts. Das heißt, so ist dieser Prophet. Das heißt, also der Prophet war so wichtig, wie wir alle zusammen, wie die Welt. Jetzt kommt es aber, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wäre aber Ali nicht, hätte ich dich nicht erschaffen. Dieser Satz, der unterstreicht alles, was Imam Ali überhaupt sein kann. Das heißt, ohne Imam Ali gäbe es den Propheten nicht und ohne den Propheten gäbe es uns nicht. Das heißt, so einen Stellenwert, so einen Rang hat Imam Ali bei Allah subhanahu wa ta'ala. Zudem sagt Allah subhanahu wa ta'ala noch, dass wir am Seil Allahs festhalten sollen. Das bedeutet also, wir müssen Seil Allahs Ali. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel von einem Schiff unterfallen und ertrinken sollen, die Leute werfen uns ja ein Seil über, damit wir gerettet werden. Und genauso können wir auch das auch mit Ali sehen. Wenn wir einem Ali folgen, wenn wir ihm Folge leisten, wenn wir ihn lieben, dann wird er uns auch retten, dann wird er uns auch in die Jenne leiten. Und zu allerletzt, bevor ich meinen Vortrag hier beende, möchte ich noch etwas klarstellen. Nämlich, ist es ja so, wenn man mit Sunniten über Ibn Ali redet, dann sagen sie meistens, dass der Prophet Imam Ali a.s. Handlung angehoben hat, damit er sagen kann, ja, Imam Ali ist mein Freund. Okay, schön und gut, sie sagen, der Prophet hat ihm gesagt, dass Imam Ali mein Freund ist. Gut, jetzt sagen wir mal, welche Person versammelt 100.000 Muslime, nur um zu sagen, dieser Mann ist mein Freund? Das kann doch nicht sein. Niemand versammelt 100.000 Leute, um zu sagen, du bist mein Freund. Es muss ja was dahinter stehen. Und das mit 100.000 Leuten ist auch von den Sunniten bestätigt. Das heißt also, das unterstreicht auch meinen ganzen Vortrag hier und den ganzen Hadith, die ich gesagt habe. صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كل وليهنا جزء من الحسن صلواتك عليه ولا أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليه وحافظه وقائد وناصره ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.